Hallöchen, Hallöchen, lieber Farid. Entschuldigung, dass ich so spät antworte, aber ich hatte wirklich viel zu tun. Heute Morgen bin ich auch schon 5:30 Uhr aufgestanden, war schon jetzt 3 Stunden, 2 Stunden weg. Jetzt muss ich nachher nochmal weg. Ich habe im Moment leider viel zu tun, tut mir leid. Und meine Freundin, die hat jetzt Urlaub bis zum 27. Da will ich natürlich viel Zeit mit ihr verbringen, weil die ist nur am Arbeiten, nur am Arbeiten, nur am Arbeiten. Dann verbringen wir jetzt viel Zeit. Ich hoffe, dass du ein bisschen Verständnis hast. Noch eine Sache, stell bitte nicht zu krasse, aggressive Fragen, die vielleicht so gedeutet werden könnten, als hätten wir Hass. Denn ich bin ein ehrlicher Mensch, ja? Wenn du mich gewisse Sachen fragst, dann antworte ich auch ehrlich. Das, was ich fühle, was ich empfinde. Und du hast direkt dafür gesorgt, dass ich 3 Abonnenten verloren habe, Digga. Ja? Weil wir hier so krass abgehen mit unserem Fragen-Antwort-Spiel, mein Freund. Nee. Weißt du? Der Tag irgendwann mal, ja? Hoffentlich nicht. Aber wenn irgendwann mal diesen Leuten was passiert, dann was werden die sich wünschen? Jemanden, der sagt, tut nichts, macht nichts, richtet nicht, urteilt nicht. Oder jemanden wie dich und mich, die, wenn wir sehen, dass einem unserer christlichen Brüder etwas passiert, ja, wir eingreifen, wenn es sein muss, ja, kommt drauf an, was der macht. Und den sogar ein bisschen schön auf den Kopf hauen, ja, dass der mal wach wird, dass das eben nicht hier in christlichen Ländern gemacht wird. Und wenn wir nämlich so reden, kann das als Hass verstanden werden. Also versuch deine Fragen anders zu formulieren. Oder, weil ich glaube, die Leute denken, wir hassen hier. Ja? Dabei tun wir nur den Hass versuchen zu zerstören. Ja? Gut. Ich tue es mal ganz einfach, dass das mal jeder Christ versteht. Tue ich euch das mal ganz einfach erklären. Diese Einstellung, die ihr Christen habt. Wer das Schwert erhebt, wird durch das Schwert umkommen. Du sollst nicht richten, du sollst nicht urteilen. Das, was ihr macht, wisst ihr, was das bedeutet? Sammelt euch doch mal bitte, ja, in Australien. Ja, wir sind 2 Milliarden Christen. Sammelt euch doch mal, fliegt doch mal nach Sydney alle. Ja, fliegt alle mal nach Sydney. Dann geht ihr da an den Strand, ja, und haltet euch alle an die Hand und macht einen Kreis, ja, um Australien. Um ganz Australien stellt ihr euch Hand in Hand. Da kommt ein Moslem, ja, ein Moslem stellt sich zu einem von euch hin, ja, zu einem von euch richtet nicht, tut nichts. Wer das Schwert erhebt, wird durch das Schwert umkommen. Der Moslem kommt, schneidet hier dem einen hier die Kehle durch. Der guckt den nächsten an, der macht ja gar nichts. Schneidet den nächsten die Kehle durch, der macht ja auch nichts. Oh, kommt ein Frauschen dran, der nimmt das Frauschen mit, ja, macht mit dem Frauschen, was es will, ja, weil es steht ja, die Frauen sind wie euer Saatfeld, ja. Benutzt es, wie ihr wollt und wann ihr wollt. Also, wie ihr wollt, ja. Also, oral, anal, vertikal, horizontal, banal, ja. Kannst machen, was du willst im Islam mit der Frau, ja. Und erst recht, wenn es keine Muslimin ist, ja. Dann ist es ja eh keine eine Ungläubige, da musst du die nicht heiraten, dass du mit der machen kannst, was du willst. Kannst du es auch so machen, was du mit der willst, ja. Dann macht er mit der, was der will. Ja, wie diese 3 Marokkaner mit diesen 2 Mädels, ja, die gesagt haben, hört auf, so viel Rassismus zu verbreiten. Ja, warum verbreitet ihr so viel Rassismus? Hat sie noch in ihrem Facebook-Account geschrieben, geht nach Marokko und kriegt doch. Ja. Gut. Ja. Die wäre bestimmt froh, wenn ich da gewesen wäre, ja, an dem Tag. Und mein Kumpel hier. So. Und ihr stellt euch in der Reihe und dann, ja, kommt eine Frau dran, dann macht der Typ mit der Frau einer, nur einer, ja, nur einer. Ja, macht mit euch Christen alles, was er will. Weil ihr kommt ja noch mit Körbchen an, ja, mit Brot und Essen, ja, und sagt, welcome hier, ja. Lass sie doch reinkommen. Ich habe Christen gehört, lass sie doch reinkommen, dann können wir sie kommentieren. Ja, mit Brötchen noch und mit Brotkorb und Trinken noch empfangen. Ja? Der überlebt das die ganze Runde, ein Moslem allein euch alle zu töten mit dieser Einstellung. Ja? Weil ihr bringt ja noch Körbchen mit Futter und Trinken mit. Ja? Ihr Lieben, ihr müsst mal aufwachen langsam. Ja? Wir reden hier von dem Hobbymörder, Hobbyvergewaltiger und nicht von dem. Der mal einmal einen Fehler gemacht hat, den man vergibt. Ja, wir sollen vergeben. Ja, wissen wir doch, wissen wir doch. Aber was machen wir mit jemandem, der eben, ja,
Liebe nicht akzeptiert, nicht will. Jesus sagt, Satan wurde zu Gott der Welt. Zweifelt ihr an das Wort Jesus Christus? Zweifelt ihr an das Wort Jesus Christus? Frage. Er sagt, dass Satan der Gott der Welt ist. Und ihr sagt, richtet nicht. Jesus hat schon längst gerichtet. Jesus hat schon längst gerichtet. Jesus war Gott und Mensch. Jesus hat schon längst auf der Erde das Wort Gottes gesagt, mit was wir es hier zu tun haben. Menschen, die Satan als Gott haben. Wir haben den breiten Weg und den schmalen Weg. Ihr glaubt, dass wir den breiten Weg in den schmalen Weg reindrücken können? Habt ihr zu viel LSD genommen oder sowas? Ich will, Entschuldigung, ihr kennt meine Härte. Aber wie soll man euch denn endlich mal wachrütteln? Ihr hört nicht, was Jesus sagt. Ihr zweifelt daran, was Jesus sagt mit euren Aussagen. Ja? So, noch mal drei, ja? Stellt euch in eine Reihe, ganz Australien, ein einzigster Moslem schafft es, 2 Milliarden, könnte es schaffen, 2 Milliarden Christen alleine zu töten mit der Einstellung, die ihr habt. Ja? Das ist ja, warum die hier so ho, so ein großes Maul haben. Ja? Das ist, warum die hier so ein großes Maul haben. Weil ihr richtet nicht, tut nichts, wer das Schwert erhebt, wird das Schwert umkommen, hippopi, hippopo. Und die Muslime nutzen das knallhart aus. Ja? Hitler hat schon gesagt, ja? Dieses Verweichliche des Christentums, deswegen haben wir den Krieg verloren. Hat noch den Christen die Schuld gegeben, dann bestimmt es gar nicht. Das hat es mit den Christen zu tun, dass sie den Krieg verloren haben. Seine Dämlichkeit, ja, die Dämlichkeit, sein Hochmut, ja, hat den Krieg verloren. Russland anzugreifen, ja, im Winter, ja, und die Essreserven und sowas hinter sich verbrennen und weiter marschieren, ja. So dämlich kann ja kein Mensch sein, ja. Der hat nicht wegen den Christen verloren, sondern wegen seiner Dämlichkeit und wegen seines Hochmuts, dieser Spasti. Ja? Und das ist, Farid, das ist das Problem. Wir haben vielleicht eine andere Einstellung. Aber bei dir muss ich ehrlich sagen, bei dir, wir dürfen nicht hassen. Wir Christen, wir haben keinen Hass. Wir haben Wut. Wir können ruhig Wut haben. Und wir können auch ruhig mal jemanden, wenn wir sehen, dass da ein Typ kommt, ja, und eine Frau vergewaltigen will, können wir den ruhig schön den Kopf kaputt schlagen. Spricht überhaupt nichts dagegen, ist meine Meinung. So, und jetzt kriege ich wieder 5 der Abonnenten, ja. Wisst ihr was, ich habe eh wenige, ja. Genau deswegen, ja. Und mir ist das auch egal. Moses hat einen Sklaventreiber umgebracht, nur weil der Sklaventreiber seine Nächsten eine Ohrschelle gegeben hat. Ja? Und ich rede hier von nicht Leuten, die rumlaufen und eine Ohrschelle geben, ich rede von Leuten, die vergewaltigen, umbringen, kleine Kinder vergewaltigen. Ja? Und wenn ihr Christen so weitermacht, den Muslimen, es zeigt so, ihr könnt machen, was ihr wollt, weil wir dürfen uns ja nicht wehren, dann werden sie... Leute, ich kenne Muslime, die haben gestottert, die haben sich in die Hose geschissen. Der hat in Dresden gewohnt, da kommt er nach Frankfurt und hat nur mit Deutschen gelebt. Ja? Der hat volle Paranoia, war so einer der wenigen Ausländer dort. Ja? Da nichts Großmaul. Dann kommt er hier nach Frankfurt, dann wird er auf einmal so Großmaul auf einmal. Ja? Und hat dann so angefangen, so Sachen zu sagen, wie Hitler war Christ. Hat das damals in Dresden gemacht? Nee, der kam stotternd von Dresden nach Frankfurt, ein Türke. Ja? Wenn wir mal das Maul aufmachen, dann haben wir endlich wieder Ruhe im Karton, ja? Dann hätten wir auf Dänisch gebraucht, dann brauchen wir, ja, ist gut, dass sie da sind, Gott sei Dank, ja? Gott sei Dank hat sich das entwickelt, ja? Weil jetzt in Zukunft werden die Leute wissen, nicht mehr so, ja? Aber wir hätten das alles gar nicht brauchen müssen, wenn wir Christen das Maul aufgerissen hätten. 30 Millionen Christen in Deutschland. 30 Millionen Christen in Deutschland. Spanien hat 45 Millionen Bevölkerung. Ihr seid fast so viele Christen in Deutschland wie Bevölkerung von Spanien. Schämt ihr euch eigentlich nicht, dass ihr 30 Millionen Deutsche nicht in der Lage seid, ja, ein paar geistliche Mongoloiden, ja, in Schach zu halten? Schämt euch, Mann. Jetzt abonniert mich noch mehr von mir aus, ja. Der Weg ist schmal, der Weg ist schmal, Leute. Der Weg ist schmal. Wer seine Geschwister nicht verteidigt, ist kein Christ, sagt CP. CP sagt, wer sein Land, ja, beziehungsweise seine Kultur, die Christen, und ja, nicht verteidigt, ist kein Christ. Ja, sagt CP. Er sagt, wir sollen verteidigen. Ich bin auch der Meinung. Kommen wir jetzt in die Hölle? Okay. Werden wir sehen. Fangen wir an, ja? Entschuldigung für das Vorwort. Was muss man machen, um das Christentum zu verstehen, Farid, fragst du. Und das Christentum zu verstehen ist genau das, was du ja gerade machst. Du fragst, du stellst Fragen, aber ich weiß, dass du viele Fragen schon selber weißt. Und das finde ich klug von dir, sehr weise,
dass du, so bin ich nämlich eigentlich auch, wenn ich einen geistlichen Konflikt habe, mir nicht sicher bin oder was auch immer, früher, wo ich studiert habe, wo ich jünger war, habe ich immer geguckt, was sagt Werner Gitt, was sagt Roger Libby, ja, und so weiter, Walter Weth, was sagt Hussein, was sagt Abdul, ja, das sind so die, die ich mir am meisten angeguckt habe. Habe ich einen vergessen? So, und natürlich auch viele Wissenschaftler, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, das ist ein Geologe, der dann Christ wurde, weil er durch die Geologie, ja, der war eigentlich nicht so ein gläubiger Mensch, hat er durch Geologie entdeckt, dass die Wissenschaft alles, was man beigebracht hat, eigentlich total falsch ist, voll die Lüge ist. Und damit Bezüge, den habe ich mir auch so viel angeguckt, so ein wundervoller Mensch. Hoffentlich irgendwann mal sage ich euch den Namen nochmal, wenn ich mich darauf erinnere. Ja, das ist Hammer, der Typ, den müsst ihr euch mal angucken. So, das ist genau das Richtige, was du machst. Was muss man machen, um das Christentum zu verstehen? Wenn du das erstens mal, wenn du das Christentum nicht angenommen hast, hast du natürlich den Geist nicht. Und der Geist kann nicht dein Lehrer, dein Helfer sein, in das Christentum zu verstehen. Das Christentum annehmen ist eine, schon mal eigentlich das A und O, um das Christentum zu verstehen, beziehungsweise es zu studieren, es dann anzunehmen, weil du sagst, okay, das ist mein Geist, das ist, ja, und dann kommt der Geist in dir und dann verstehst du viel mehr und natürlich auch kannst du Zeit sparen, indem du nämlich, wenn du denkst, irgendwann mal und liest und studierst die Bibel hochmutter und liest, merkst du immer, du liest heute das, oder beziehungsweise du fängst hier irgendwo an, dann gibst du die Erklärung viel, viel später und dann siehst du den Zusammenhang und dann verstehst du und so weiter, ja. Man kann sich das natürlich die Zeit sparen, wobei ich immer sage, wir müssen das sagen, ja. Auch wenn ich diesen Menschen, ich würde gerne sagen vertrauen, doch die Bibel sagt, wir sollen es nicht tun, also müssen wir strikt beim Vater sein. Und darum sage ich dir immer, vertraue den Menschen nicht, sonst bist du verflucht. Ich empfehle dir diese Menschen, doch sage dir, vertraue ihnen nicht, sonst bist du verflucht. Damit will ich dir sagen, überprüf, was sie sagen in der Bibel nochmal, ja, und dann im Geiste, ja, ob du da keinen Konflikt hast. Wenn du keinen Konflikt hast, dann erkennst du das als Wahrheit und in der Liebe sowieso, ja. Das, ja, muss man eigentlich machen, um das Christentum zu verstehen. Das Studieren, von anderen Lehrern lernen, ja. Und du selbst den Lehrer, den Heiligen Geist in dich lassen, der Jesus Christus sagt, der Vater ist in mir und ich bin in euch. Wisst ihr, was das eigentlich heißt? Wisst ihr eigentlich, was das heißt? Dass Gott in euch ist. Ja? Traut sich keiner auszusprechen, weil dann könntest du als bekloppt klingen. Wisst ihr das, was das heißt? Dass Gott selbst in euch ist, der Heilige Geist. Ja? Das ist dein Lehrer und der hilft dir zu verstehen. Natürlich, wenn man sich fragt, warum versteht der eine besser, warum versteht der andere weniger? Es ist natürlich, ich sag dir das, umso mehr du in Sünde lebst, umso mehr du zweifelst, umso weniger Buße du tust, umso weniger Vergebung du tust, tut der Geist, hast du einen Konflikt. Ja? Gott kann dich hier nicht als, ich übertreibe mal jetzt hier, nur dass man es versteht, Gott kann dich hier nicht zu einem Propheten entwickeln, wenn du zweifelst, wenn du heuchelst, wir, ja, sagen wir mal wir. Wenn wir heucheln, wenn wir zweifeln, wenn wir, ja, kann er dich nicht zu einem Prophet entwickeln. Das sage ich jetzt mal, dass man es einfach nur besser versteht. Ja, kann der Geist, ist ja ein Konflikt, ja, sagst du, ja. Und dann kann der Geist natürlich dir nicht viel helfen, zu verstehen und zu lernen, wenn du, ja, widersprüchlich bist. Darum ist es bei den einen schneller, bei den einen weniger schneller. Weil der eine strikter auch in der Bibel ist, ja, sich auch so verhält, ja. Dann geht es bei dem Pam, ja? Gut. Es gibt viele IS-Terroristen in Europa. Wie kann man sie erkennen? Das ist eigentlich ganz einfach. Das ist ganz einfach. Ich erkläre dir das jetzt hier auch mal knallhart und ganz ehrlich. Mohammed sagte, ich wurde siegreich, indem ich Terror in die Herzen meiner Feinde gebracht habe. Ich wurde siegreich durch Terror. Ja? Es gibt, glaube ich, 27 Tötungsbefehle im Koran. Ja, es, weißt du, was das heißt, wenn du sagst, es gibt viele IS-Terroristen, was ist denn ein Terrorist? Ein Terrorist ist, ja, der Terror in die Herzen seiner Feinde bringt. Ja, nicht nur der, der Bomben schmeißt, nicht nur der, die rumschreien und jeder, der Terrorist und auch jeder, der Terrorismus verteidigt, ist ein Terrorist. Jeder, der Terrorismus verteidigt, ist ein Terrorist. Und jetzt sage ich dir das hier mal ganz knallhart. Jeder, Mohammed,
Mohammed sagte, ich wurde siegreich, durch dass ich Terror in die Herzen der Feinde gebracht habe. Wenn ich den Islam annehme, was nehme ich an? Die Vorgehensweise des Islams, siegreich sein durch Terror. Somit werde ich zu einem Unterstützer des Terrors. Jeder Moslem ist ein Unterstützer des Terrors. Wie erkenne ich ein IS, ja? Wie erkenne ich einen IS-Terrorist? Was unterscheidet den IS-Terrorist, mein lieber Freund, mit einem moderaten Terrorist? Oder beziehungsweise, was unterscheidet ein IS-Terrorist? Das ist hier die Frage. Was unterscheidet ein IS-Terrorist, ja, mit einem angeblichen Moslem, der die Ideologie des Terrors, ja, unterstützt, indem er die Ideologie annimmt, ja, aber ein Schläfer ist, moderat ist, ja? Die Anzahl dieser Gruppe Islam-Moslems beitritt, ja, und damit unterstützt. Was ist hier der Unterschied? Der eine macht den Terror und der andere verlässt den Islam nicht, obwohl er weiß, dass seine Ideologie das macht. Wenn er die Ideologie nicht verlässt, ja, und er weiß, dass seine Ideologie siegreich durch Terror ist, dann unterstützt er den Terror und somit ist er ein Unterstützer des. Wenn ich dir ein Sprengkabel gebe und der andere macht die Bombe, habe ich ihn doch unterstützt mit dem Kabel, ja? Und sie unterstützen im Geiste und wer weiß, was sie alles machen, ja? Wer weiß, was sie alles machen? Somit ist jeder, der die Ideologie unterstützt, ich wurde siegreich durch Terror, jeder, der diese Ideologie annimmt, ja, sie vertretet, sie verteidigt, ist laut Mohammed, nicht nach mir, Logik. Muslime sagen immer, Islam ist Logik. Ja, laut Mohammeds Aussage ist jeder, der seine Ideologie folgt, ein Terrorist. Denn wir werden siegreich durch Terrorismus. Das sag nicht ich hier. Das sag hier nicht ich, liebe Behörden oder Anwälte oder Richter, falls es hier jemand sieht und will mir jetzt hier ankragen. Das ist Scharia. Du verteidigst die Scharia, somit bist du ein Unterstützer der Scharia. Du unterstützt Terror, du unterstützt die Ideologie, die sich mit Terror verbreitet, somit, ja, ganz einfach zu verstehen. Also, wer ist ein Terrorist? Wie erkennst du einen Terrorist? Jeder, der eine Ideologie des Terrors unterstützt. Wenn du die Nazis unterstützt, selbst aber keine Juden umbringst, unterstützt du die Nazis, du bist ein Nazi, du unterstützt das Nazitum. Ja? Und wer weiß, was du in deinen vier Wänden machst, oder wer weiß. Und wer weiß, ja, kein Mensch, ja? Oder in Zukunft machst. Ja? So erkennst du die. Jeder, der sagt, pass auf, es gibt wirklich moderate Muslime, ja? Die wollen einfach so einen Kultur-Islam haben, die glauben an gar keinen Gott, weil wenn sie an einen Gott glauben, Gott in der Bibel sagt, wenn sie Liebe hätten, würden sie Gott erkennen. Und wir glauben ja das, was unser Gott sagt, somit muss ich, wenn ich meinem Gott vertraue und glaube, muss ich akzeptieren, dass diese Menschen an keinen Gott glauben, weil mein Gott es sagt. Mein Gott sagt, die Menschen, die lieben, erkennen einen Gott. Beziehungsweise, wer ohne Liebe ist, ja, hat Gott nicht erkannt. Andersrum, wer in der Liebe ist, hat Gott gekannt. Ja? Somit muss ich daran glauben, dass jeder, der das Christentum nicht annimmt und davon gehört hat, ohne Liebe ist und somit Gott nicht erkennt. Somit sind das für mich moderate Muslime, die den Islam annehmen, weil, ja, mir gefällt es halt eben, ja, diese Kultur, oder ich bin halt eben so geboren und die wollen so bleiben. Sind Ungläubige. Gibt welche, die sich jetzt hier wie diese, die Frau da, die diese liberale Moschee gegründet hat, ja, sage ich auch überhaupt nichts gegen diese Frau, ja. Überhaupt nichts gegen diese Frau. Diese Frau tut wirklich, das ist, was ich meine, diese 10% ist sogar schon hochgeschätzt. Ja? Ich schätze mal, das sind vielleicht 3% der Muslime oder 5%, die wirklich so wie diese Frau ist, die da diese liberale Moschee gegründet hat. Ja? Selbst, jetzt habe ich den Namen vergessen, das gibt es auch nicht. Ja, der sagt selber, ich bin Moslem. Der kritisiert den Moslem, den Islam, und sagt trotzdem, ich bin aber weiterhin Moslem. Er sagt, ich bin Moslem. Ja? Abdelhamid Samad,
Abdel Hamid Samad, okay, ich habe jetzt ein halbes Jahr von dem nicht mehr so Videos geguckt, kann sein, vielleicht hat er mal dazwischen gesagt, ich bin kein Moslem mehr. Aber wo ich die letzten Male noch geguckt habe, sagt er selber, ich bin doch Moslem. Ich bin Moslem, aber ich kritisiere das und das und das und das. Ja? So. Und wie gesagt, diese Leute, ja, so erkennst du einen Terrorist. Du erkennst einen Terrorist, ja, der diese Ideologie verteidigt. Ist doch einfach, ist doch simpel. Ja? Wir sagen doch heute auch, die, die Franco unterstützt haben, waren Franquistas, ja, auf Spanisch, waren Franquistas. Ja? Die, die Mussolini unterstützt haben, waren ihn anhängig. Ja? Und heute noch bekämpfen die sich Franquistas. Heute gibt es noch Franquistas und werden heute noch beleidigt hier in Spanien, weil die die Ideologie von Franco annehmen und natürlich somit seine Ideologie unterstützen. Ja? Somit die Feinde des der anderen sind. Ist eigentlich total simpel. Ja? Wenn wir mal die Sachen klar und echt aussprechen, ist es so einfach, den Gegner zu gewinnen. Nicht ihn umzubringen und zu zerstören, nein, gegen ihn zu gewinnen und ihn rauszuhalten von unseren vier Wänden. Wenn wir mal die Sachen klar und ehrlich aussprechen. Ja? Alle Moslems, und ihr braucht nicht immer Angst zu haben. Ich sage doch die Wahrheit über den Islam. Ich sage ja nicht, ich beleidige jetzt nicht mal mit unseren Ausdruck, ja? Oder Allah oder sonst was. Ich sage doch nur die Wahrheit. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr sagt doch nur die Wahrheit. Euch kann kein ISIS-Kämpfer kommen oder Terrorist und euch töten, weil ihr habt nur die Wahrheit gesagt. Ihr habt den Islam gar nicht kritisiert. Ja? Ihr müsst deren Materie benutzen, ja? Um rhetorisch die Leute aufzuwecken. Ja? Ohne zu beleidigen, ohne zu nichts. Ja? Und da kann euch gar keiner was tun. Alle Moslems sind Tiere, weil ihr Vorbild ein Tier war. Siehst du, das ist, was ich meine. Sowas zum Beispiel darfst du nicht, sollte man nicht sagen. Ja? Erst recht nicht, wenn du ein Video machst. Wenn man solche Sachen machst, dann klar, dann bist du in Gefahr. Alle Moslems sind Tiere, weil ihr Vorbild ein Tier war. Er war kein Tier, er war ein Mensch. Du musst dann schon ein bisschen mehr dazu geben, mehr dazu sagen, warum du das meinst. Darauf kann ich natürlich nicht eingehen, weil Mohammed war ja kein Tier, er war ein Mensch. Ja? Ich will jetzt nicht nochmal 3 Abonnenten verlieren, deswegen bin ich mal heute nett, ja? Wieso ist Schweinefleisch von verboten im Koran? Wieso ist Schweinefleisch verboten im Koran? Ja, weil es die Juden auch verboten haben, ja? Die Juden haben es auch verboten, hat es ja kopiert von den Juden, hat es integriert in den Koran, hat es einfach nur kopiert, copy-paste. Wieso duschen Moslems nicht? Wieso duschen Moslems nicht? Weil Mohammed sagte, sie sollen sich waschen, ja? Also logische Schlussfolgerung. Mohammed sagt, wascht euch zumindest am Freitag einmal die Woche, wenn ihr zum Freitagsgebet geht. Ja? Sie sollen ja jeden Tag beten, aber zum Freitagsgebet in die Moschee sollen sie sich vorher waschen. Ja? Die Hände, die Füße, hinter den Ohren, das Gesicht, ja? Die Unterärme, die Achseln, die Ellenbogen, glaube ich. Wenn ich was falsch sage, Entschuldigung Muslim, ich will ja niemanden beleidigen. Ich will es nur versuchen, definieren, ja? So, nicht, dass ich wieder 3 Abonnenten verliere, weil ich so nett bin. Jetzt auf einmal bin ich nett, nachher verliere ich noch die anderen, weil die mögen, dass ich so krass bin. Oh je, was soll ich jetzt machen? Soll ich nett sein? Soll ich krass sein? Ich bin, wie ich bin. So. Wieso duschen Muslime nicht? Weil Mohammed gesagt hat, sie sollen nicht duschen, sie sollen sich waschen, ja? Und deswegen gehen die in die Moschee, ja, und waschen sich. Aber ich glaube, ich weiß auch, was du drauf angehst. Zum Beispiel in Mekka tun die Soldaten sprühen. Die sprühen ständig Duftspray, ja, obwohl Parfüm verboten ist. Guck mal, was für ein Heuchler für einen die Muslime sind. Und da war ein letztes Mal ein Mädel mit mir, böse mit mir, ich kann es ja auch verstehen, ja. Aber selbst Mekka, die heilige Stätte des Propheten, tun sie parfümieren. Ja, ja nee, das ist ja ein anderer Duft, das ist ja nur ein Spray. Parfüm ist verboten, ja, also alles, was du versprühst und riechst, ist verboten ist in Islam, darfst du nicht. Und sie versprühen Duftstoffe in Mekka, weil die Menschen dort, weil es dort so stinkt. Das sagt nicht ich will ja nicht beleidigen. Das sag ich nicht, das sagen Muslime, die in Mekka waren, selbst und zurückkommen und sagen, boah, die Leute haben da, es stinkt da so krass. Nicht ich sag das, ich war da gar nicht, ja, seht ihr? Immer die Sätze der Leute benutzen, die ja, von denen, nicht von dir. Ich war ja noch nicht mal da, ja. So,
Ach, Christian Prince übrigens hat es auch bestätigt, das stimmt. Christian Prince hat auch gesagt, dass das stimmt, dass die Soldaten damit Duftspray sprühen, weil es da so stinkt. Und dann sagen die Muslime immer, guck mal, die Christen, die gehen ohne zu duschen zur Kirche. Seht ihr eigentlich, wie blöd manche Leute Menschen sind? Seht ihr eigentlich, wie blöd manche Menschen sind, ja, zu suggerieren, weil die laufen zur Kirche, parken das Auto zum Beispiel, laufen dann zur Kirche, sagen, guck mal, die waschen sich gar nicht. Und dann sagen die, die duschen gar nicht. Ja, weil die Christen zu Hause duschen und dann geduscht in die Kirche laufen. Aber das ist, wisst ihr, Europa ist ja nicht wie in Afrika, ihr lieben Muslime. Oder in Saudi-Arabien, dass du zu Hause duschst, ja, und bis du zur Kirche fährst, wieder stinkst wie ein Esel, ja, weil es so heiß ist, ja. Du duschst in Europa, du duschst, ja, bis du bei der Kirche bist, riechst du noch genauso, wie von der Dusche rausgekommen bist, ja. Ja, wir dürfen sogar noch Parfüm benutzen, weißt du, ja. Seht ihr eigentlich, ja. Sie kritisieren immer, und wisst ihr, was das krass ist? Der Moslem ist es, der dreckig zur Moschee kommt. Ja, oder beziehungsweise, was heißt dreckig? Der Muslim ist es, der ungeduscht, ungewaschen zur Moschee geht und wäscht sich dort. Der muss, ja, damit ist deine Aussage eigentlich richtig. Warum duschen Moslems nicht? Ja, weil würden sie sich duschen, müssten sie sich vor Moschee nicht waschen. Also das heißt, sie kommen dreckig an die Moschee, müssen sich waschen, weil sie müssten sich ja nicht waschen, wenn sie dreckig ist. Und Mohammed wusste das. Mohammed wusste, dass gewisse Volksgruppen ein bisschen fauler sind in der Hygiene. Ja, ich weiß auch, was du hinaus willst. Und darum duschen die nicht. Ja? Warum sollen sie duschen? Es reicht einmal, Mohammed sagte selbst, es reicht einmal, sich freitags vor dem Freitagsgebet sich zu waschen. Mohammed selbst war voll mit Läusen. Ja? Das sagt nicht ich, das sagt islamische Lehre. Ja? Das sagt hier nicht ich, ich will ja nicht beleidigen, das sagt islamische Lehre. Ja? Also Muslime, wenn ihr sauer seid, dann greift eure eigene Lehre an. Ja? So. Also. Das heißt, er war immer voll mit Läusen. Wenn du dich regelmäßig pflegst, du kannst im Dschungel leben. Im Dschungel kannst du leben, wenn du aber dich regelmäßig in einem Fluss wäschst, sauber machst. Ja, kommen keine Läuse an dir. Ja? Wenn du jeden Tag wirklich ins Wasser gehst und dich sauber machst und dich, ja, kommen keine Läuse an dir. Selbst im Amazonas nicht. Ja? Und Mohammed hat in der Wüste gelebt, in der Wüste. Wisst ihr, was das heißt? In der Wüste. Ja? Und war voll mit Läusen, sagt islamische Lehre, weil er sich nicht gewaschen hat. Ja, weil er wusste, die Menschen dort auch waschen sich nicht. Ja? Ich meine, okay, man muss mal auch mal ehrlich sein. Da ist Wüste, ja, es regnet wenig, ja, bis kaum. Wenig Wasserquellen, ja, da ist es ein bisschen schwieriger mit der Hygiene, gebe ich zu. Ja? Aber das heißt ja nicht, dass wenn Muslime nach Europa kommen, sie weiterhin das Verhalten von der Wüste, ja, haben müssen. Das zeigt ja dann gleich, dass eben diese gewisse Volksgruppen es mit der Hygiene nicht so haben. Selbst wenn sie nach Europa kommen, gibt es diese Ausrede nicht mehr. Ich bin ja in der Wüste, wie soll ich mich waschen? Es gibt doch kein Wasser. Hier gibt's Wasser an jeder Ecke. Ja. Gut. Wann wird Europa von Islam befreit? Ganz einfach, Europa wird von Islam befreit, wenn wir das Kreuz jetzt überall richtig setzen, ja, AfD, ja, Vox in Spanien, wie heißt die Frau hier in Frankreich, ja, und so weiter. Das Kreuz richtig setzen, dann sind wir frei vom Islam. Wir sind ja schon fast frei vom Islam. In Deutschland ist der politische Islam schon halb verboten, ja. Vermummungsgesetz ist schon draußen. Guck mal, was passiert ist. Ich habe euch vor zehn Jahren zu meinem Vater schon gesagt, dass es passiert. Die Leute, ja, ich habe vor 10 Jahren schon gesagt, dass es passieren wird. In Angola wurde er verboten, jetzt in China wurde er verboten, in Österreich wurde der politische Islam verboten, in Deutschland wird er jetzt verboten, in Frankreich wird er verboten. Ja, und ich habe das vor 10 Jahren schon gesagt, ja. Und ist es bald vorbei mit dem Islam, zumindest mal in unseren christlichen Ländern, ja, ist bald vorbei. Ja, dauert nicht mehr lange. Und wie kann man das unterstützen? Durch Beten zu Gott, ja, denn Gott hört, wenn wir zu Gott beten, da haben die Christen vollkommen recht, wenn wir zu Gott beten, Gott bitte befreie uns von dieser Unterdrückung und hin und her, ja, stimmt, dass wir nicht nur Politik benutzen müssen, wir müssen auch Gott benutzen. Und dann schickt nämlich Gott einen David, vielleicht sogar in die Politik, der dann eben die Gauner in der Politik, ja, zerschlägt, keinen geistlichen Kampf. Ja, und die Politik wieder
ändert. Denn wir leben heute ja, mit Politik. Ja? Wir sollen natürlich das nicht mehr lieben als Gott. Das ist ein weltliches, eine weltliche Ideologie. Ja? Aber wir müssen natürlich, wenn die weltliche Ideologie so stark gegen uns Christen wirkt, sogar den Islam reinlässt, wo der Islam sagt, dass wir ja, die Hauptfeinde sind Christen und Juden, und Politiker haben, ja, die diese Leute noch reinholen wollen, dann müssen wir als Christen natürlich gucken, dass wir die Politik umändern können. Denn wir sind ja in der Macht dazu, wir sind ja in der Lage dazu. Aber nein, nein, tut nichts. Ja, ihr falschen Geister da. Ihr falschen Propheten, Mann. Die AfD wird gewinnen, wird alles ändern. Und warum? Vielleicht, weil Gott es so gewollte. Weil wir so viel gebetet haben und gesagt haben, Gott, bitte, 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 schaff den Islam weg von uns in Europa. Und vielleicht hat er diese AfD, wissen wir doch gar nicht. Weißt du das? Weißt du das? Weißt du das, dass, ob Gott vielleicht Menschen, ja, dazu geleitet hat, in die Politik zu gehen, um die falschen Politiker, diese Satansdiener da drinnen, ja, die im Januar letzten Jahres Homosexualität heiraten erlaubt haben, ja, die Pädophilie und Bruder- und Schwestersex erlauben wollen in der Politik. Vielleicht ist es ja Gott, der die da platziert hat. Was ist denn jetzt in Ungarn? Ungarn hat diese viele Sexualitäten als Pseudowissenschaft deklariert und verboten. Oh, ein Politiker. Oh, oh Christen. Gott macht schon alles, Gott macht schon alles. Ja, natürlich macht Gott schon alles. Gott hat das gemacht, das jetzt in Ungarn. Ja, nach eurer Aussage. Ihr sagt doch, Gott macht schon alles. Sagt ihr doch, oder? Wir brauchen nicht wählen zu gehen, Gott macht schon alles. Gut, dann war das doch Gott. Ja? Also ich habe den nicht gewählt. Ich habe den nicht gewählt, also hat Gott das so gemacht, weil ich ihn nicht gewählt habe. Ja, ich weiß, ich übertreibe gerade ein bisschen, aber ja. Christen, manche Christen sind auch ein bisschen matt von der Biene. 5-6 Jahres Christen und machen ins Maul auf, ja, von wegen, wir sollen nicht wählen gehen und bla bla bla. Ja, halten ihr Gericht, ja. In Ungarn ist jetzt verboten worden, diese als Pseudowissenschaft deklariert worden, dieses Gender. Dieser Genderwahnsinn, ja? Hammer, ist das nicht geil? Polen, nix Islam, ja? Ungarn, Rumänien und was weiß ich was alles, jetzt Kroatien, ja? Und so weiter, wird alles kommen, nix mehr Islam, vorbei. Hat das Politik gemacht oder hat das Gott gemacht? Laut eurer Sage hat das Gott gemacht. Ja? Glauben Juden glauben Juden und Christen an denselben Gott? Ja, natürlich glauben sie an denselben Gott, an den Vater. Das ist erstmal derselbe Gott. Ja. Nur haben sie nicht angenommen, dass das Wort ins Fleisch kam. Ja, oder beziehungsweise sie erwarten heute noch auf diesen Messias, nehmen nicht an, dass dieser Messias das Wort Gottes ist, der ins Fleisch kam, Jesus Christus. Haben sie nicht angenommen. Sie glauben an den Vater, an die Autorität. Ja, glauben sie an den Gott, doch wenn sie den Sohn nicht annehmen, der Gott selbst ist, denn das Wort, ja, also wenn der Gott, wollen wir mal das jetzt so erklären, dass es ein Ungläubiger versteht und Gott und Christen vergibt mir, ja, dass es ein Ungläubiger und ein Moslem versteht, die nämlich Logik, Rationalität, ja, und Weltliches brauchen, einen Stein küssen müssen, um eine Verbindung zu Gott zu haben, etwas Festes. Also wenn Gott einen Finger hätte, oder einen Arm hätte, ja, vielleicht verstehen es Muslime so besser, weil Gott hat ja bei denen zwei linke Ärmel. Also wenn Gott einen linken Finger verliert, dieser linke Finger schwebt rum, ja, weil es ja ein Stück von Gott, dieser Finger auf einmal wandelt sich in einen Mensch, ist das nicht Gott? Ist das nicht Gott in zwei Personen? Der Finger von Gott verwandelt sich in einen Mensch, ja, weil sterben kann es nicht, ist der Finger von Gott, sterben kann es ja nicht. Verwandelt sich selbst in einen Mensch, ja, Christen vergib mir, Gott vergib mir, nur dass die Muslime das mal verstehen. Dieser Finger, dieser Mensch ist ein Teil Gottes selbst, so mit zwei Personas. So mit zwei Personas. Und dieser Finger, Jesus Christus sagt, ja, will nicht vergleichen mit dem Finger, ich sage jetzt nur mal parallel. Jesus Christus sagt, ich kann nichts tun ohne den Vater. Und was macht der Finger? Nichts. Er kann nichts tun ohne den Vater. Aber wenn der Vater sagt,
Geh, dann geht der Finger. Wenn der Vater sagt, komm, dann kommt der Finger. Doch wenn das Wort selbst, ja, doch wenn das Wort selbst zu Fleisch wurde, ja, in den Menschen, in zu Fleisch wurde, zu Jesus wurde, ja, dann kann es, dann kann, ja, es hat gesprochen mit wie alt war Jesus, 6 oder 7, wie alt war er, und hat mit den größten Philosophen, mit den größten Predigern und Pharisäern und was weiß ich was alles, mit den größten Lehrern gesprochen, aber der 6, 7 Leute waren alle verblüfft. Was wollt ihr eigentlich noch mehr? Was wollt ihr eigentlich noch mehr? Yes. Also, der Unterschied, sie glauben an denselben Gott, doch sie haben den Sohn nicht angenommen. Sie nehmen nicht an, dass Jesus Christus selbst auch Gott ist. Sie haben ihn ja wegen Blasphemie angeklagt. Blasphemie ist ja, dich selbst Gott zu nennen. Somit, liebe Muslime, haben die Juden ganz klar erkannt, dass er sagt, dass er Gott ist. Sonst könnten sie ihn ja nicht wegen Blasphemie anklagen. Jesus muss gesagt haben, ich bin Gott. Rhetorisch oder um die Ecke oder wie auch immer, muss er es ja angedeutet haben. Wie, was sagte er zu den Juden? Du sagst es oder du hast es gesagt. Ja? Bist du denn Gott? Ja? Und solche Sachen. Ja, ich bin ewig. Ja, ewig. Wer ist denn ewig? Nur Gott. Ja? So, das ist der einzigste Unterschied. Ja? Juden und Christen, die Juden, also die messianischen Juden, das ist natürlich was anderes, die haben den Sohn angenommen. Ja? Es gibt natürlich auch heute ungläubige Juden. Es gibt ungläubige Juden, atheistische Juden, sogar Leute, die haben ja. Aber ich weiß, was du meinst. Jetzt mal diese Juden, die an, ja, so, holen. Haben Juden und Christen dasselbe Buch? Ich weiß nicht, warum du manchmal.